Wer so wie ich so verrückt ist, ein Dolby Atmos Setup bei sich im Homestudio einrichten zu wollen, der hat einige Probleme, die er überwinden muss. Und die beiden größten, die habe ich für mich auf jeden Fall gelöst und möchte dir in diesem Video zeigen, wie. Das erste Problem bezieht sich darauf, wie man überhaupt professionelle Musik hören kann. Also wenn ich jetzt hier ein Setup habe, dann muss ich ja irgendwie eine Referenz bekommen, wie etwas klingen muss, wenn es gut ist. Und es gibt mittlerweile einige professionell gemachte Dolby Atmos Musik und die müssen wir natürlich als Referenz irgendwie haben, um selber lernen zu können, um verstehen zu können, um den Raum nachvollziehen zu können, alle diese Dinge. Und selbst wenn du jetzt in der Lage bist, deinen eigenen Atmos-Mix zu hören, heißt das noch lange nicht, dass du auch in der Lage bist, etwas anderes zu hören. Und hierbei kommt für mich in erster Linie mal Apple Music ins Spiel. Das ist für mich die niederschwelligste Art und Weise, Dolby Atmos-Musik zu hören. Und da fängt es aber schon an. Man muss Apple Music auf eine gewisse Art und Weise voreinstellen, dass es einem das Richtige ausgibt. Und das zeige ich dir jetzt mal. Hier siehst du einmal mein Apple Music und hier müssen wir gewisse Einstellungen machen, damit wir das gleich in Multitrack, also in den Einzelkanälen, ausgeben können. Dafür müssen wir links oben mal in die Settings reingehen. Wenn wir unter Einstellungen gehen und dann unter Wiedergabe, dann müssen wir einmal hier unten Dolby Atmos auf automatisch stellen. Irgendwie hat das bei mir mit immer eingeschalten nicht funktioniert. Da ist es irgendwie nur Stereo, keine Ahnung warum, aber ist auch nicht so wichtig. Und dann benutze ich Ground Control Sphere, um jetzt mehrere Quellen hören zu können. Das ist eine Software, die auch als Monitor-Controller dienen kann und ich finde sie wirklich mega. Hier gibt es drei sozusagen virtuelle Soundkarten, die da mitkommen. Eine Sphere 16, 32 und 64 Kanalversion. Und die können wir jetzt benutzen, um mehrere Quellen aus unserer DAW zum Beispiel, aus dem Dolby Atmos Renderer und aus Apple Music hier in den Monitor Controller reinzubringen. Für den Apple Music Feed habe ich jetzt mal die 16-Kanal-Version benutzt und es geht hier auf Input D. Dann für den Dolby Renderer habe ich die 64-Version, die hier in C reingeht. Und von der DAW, der Ausgang, ist die 32-Kanal-Version, die in Kanal B reingeht. Und dann ist es total wichtig, diese Audio-MIDI-Setup-Einstellung richtig zu machen. Du musst hier die richtigen Kanalzuweisungen machen. Sphere 16 zum Beispiel, wenn wir da unten rechts auf Lautsprecher konfigurieren gehen, muss entsprechend der Dolby Atmos Kanalanordnung eingestellt sein. Also links ist 1, rechts ist 2, Center ist 3, Subwoofer ist 4 und so weiter und so fort. Und dann müssen wir hier Fertig drücken und können dann erst sicher gehen, dass diese Ausgabequelle auch wirklich Dolby Atmos ausgibt. Und jetzt müssen wir einfach unseren Audioausgang als Sphere 16 anwählen und wenn wir dann in Apple Music was abspielen, dann siehst du hier, dass bei Apple Music an dem Eingang was ankommt und zwar alles. Also links, rechts, Center, diverse Surround Channels und jetzt haben wir mehrere Eingänge zur Verfügung aus der DAW, aus Apple Music, aus dem Renderer und können somit alle Quellen, die wichtig sind, um zu vergleichen, zum einen Referenzen zu eigenen Mischungen, aber auch zum Beispiel klingt vielleicht der Renderer-Ausgang anders als der DAW-Ausgang, was durchaus vielleicht auch mal vorkommen kann, um das miteinander zu vergleichen. Das ist das erste große Problem, was ich hatte, was über diese Software gelöst werden konnte mit seinen verschiedenen Eingängen, mit den verschiedenen Soundkarten. Wenn dir dieses Video gefällt, dann abonniere doch den Kanal, damit du auch in Zukunft Infos darüber bekommst, wie es hier bei meiner Homestudio- und Tonstudio-Geschichte weitergeht. Was ist jetzt das zweite Problem? Das zweite Problem ist das Monitor-Controlling an sich. Und wenn man da nicht 10.000 Euro plus dafür ausgeben möchte, dann wird es echt direkt dünn. Man kriegt es vielleicht noch irgendwie hin, über ein Audio-Interface in einer entsprechenden Größe eine Ausgangslautstärkenregelung von allen Kanälen hinzukriegen. Aber sobald es größer wird, wird es auf jeden Fall problematisch. Und selbst die Lautstärkeregelung ist schon eine Herausforderung. Und vielleicht hast du gerade schon in Sphere gesehen, da gibt es auch eine Lösung für. Aber ganz so trivial wie einfach nur diesen Regler drehen, ist es auch wieder nicht, weil ich finde es super nervig, von einer Software in eine andere Software wechseln zu müssen, um eine Lautstärkeregelung machen zu können. Das ist nicht intuitiv. Das kann ich mir in meiner Arbeit nicht leisten. Deshalb brauchte ich einen Hardware-Controller. Und ja, Sphere bietet
die Lautstärkeregelung. Und ja, Sphere bietet auch Bassmanagement. Alle diese Dinge, die sind cool zum Haben. Aber was ich besonders wichtig finde in Sphere ist, dass man es fernsteuern kann. Aber bevor wir jetzt Lautstärke regeln können, müssen wir natürlich auch noch die Ausgänge zuweisen. Wir haben ja bisher nur die Eingangsseite angeschaut und daher kurz nochmal zurück in Sphere, um zu schauen, wie die Ausgänge angelegt werden. Hier rechts bei der Output-Seite, da kann man diverse verschiedene Ausgangsgeräte anwählen für verschiedene Interfaces oder verschiedene Ausgänge wie ein Kopfhörer und ein Interface und solche Sachen. Und hier kann man die zum einen ein- und ausschalten und auch konfigurieren natürlich über dieses Zahnrädchen. Und hier oben unter Output Audio Device setzt man dann das entsprechende Audio Interface ein und kann die entsprechende Kanalzahl hinzufügen, mit welchem Setup man auch immer arbeitet. Und dann muss man das einfach nur auswählen und hat die Möglichkeit, Lautstärkeregelung zu machen. Und damit ich nicht immer Maus schubsen muss, um eine Lautstärkeänderung im Playback machen zu können, habe ich glücklicherweise eine andere Lösung gefunden. Und diese ist auch in Sphere versteckt. Und zwar hat Sphere glücklicherweise die Möglichkeit, mit MIDI kontrolliert zu werden. Und das funktioniert folgendermaßen. Wir müssen hier Rechtsklick auf das Bedienelement, das geht mit fast allem in Sphere, draufklicken und dann kann man hier was zuweisen. Du siehst schon, hier ist jetzt gerade schon was zugewiesen, MIDI Control 1 und man könnte das jetzt hier clearen, also wegmachen und neu belegen, aber ich möchte ja zeigen, wie es bei mir ist. So, das heißt, man braucht einfach nur einen MIDI Controller und kann dann dieses Lautstärke-Rädchen fernsteuern und hat damit eine physische Verbindung. Und für mich die optimale Lösung dafür ist das hier, das Stream Deck Plus, denn das hat Drehregler und wenn ich jetzt hier dran drehe, kannst du schön sehen auf dem Bildschirm, dass das mit meinem Volume-Rad verbunden ist und noch besser, wenn ich hier drücke, dann wird direkt gemutet. Wenn du hier unten siehst, da unten rechts blinkt Cut, Cut also Mute und wenn ich hier draufklicke, geht's weg und geht's hin. Ja, wie funktioniert das jetzt? Zu Stream Deck gibt es eine Software und die zeige ich dir mal. Ich zeige dir jetzt nicht den kompletten Setup-Prozess, das wäre an sich schon mal noch ein weiteres Video wert. Und zwar hier dieses Stream Deck-Konfigurationsding. Zuerst siehst du hier natürlich die 8 Tasten, die auf dem Stream Deck vorhanden sind, diese 8 und darunter ist dann das Display und die 4 Drehregler. Und die können alle irgendwie belegt werden, beziehungsweise das Display zeigt immer irgendwas an, was die Drehregler gerade machen. Uns interessiert jetzt mal hauptsächlich dieser untere Drehregler und da siehst du schon, da steht MIDI drauf. Es gibt nämlich ein MIDI-Plugin und dieses MIDI-Plugin, das habe ich hier installiert und darüber wird das Ganze gemacht. Wenn du hier so eine Taste mit dem MIDI-Plugin belegst, dann kannst du hier diverse Sachen einstellen und bei mir ist es hier ein Control Change 1 Kanal 1 und das ist genau das, was wir hier sehen. MIDI Kanal 1 ist das hier. Und dir das jetzt im Detail zu zeigen, wäre wahrscheinlich viel zu viel, da muss ich mal ein extra Video dazu machen, weil es ist ein bisschen aufwendiger, das Stream Deck hier alles ans Laufen zu kriegen, weil man erst MIDI-Konfigurationen innerhalb des Computers vornehmen muss und so weiter und so fort. Und so kann man diese komplette Geschichte fernsteuern. Ich kann zum Beispiel auch hier zwischen dem DAW und Apple Music hin und her gehen, indem ich hier oben auf die Tasten drauf drücke. Hier habe ich Apple Music als Eingabegerät angewählt und hier einmal Pro Tools und der Dolby Renderer. Und so kann ich immer sagen, was möchte ich gerade hier hören? Möchte ich jetzt gerade Apple Music hören oder möchte ich lieber die DAW hören? Und hier unten, worüber möchte ich hören? Möchte ich zum Beispiel einfach nur den Zweikanal-Output von meinem MacBook hören oder möchte ich ein Audio-Interface hören? Und somit habe ich diverse Möglichkeiten, Eingänge, Ausgänge, Lautstärkeregelung, Cut und so weiter über eine physisch anwesende Kontrolleinheit zu steuern und nicht immer Mausschubsen zu müssen. Wenn dich interessiert, wie das genau funktioniert und ich da mal ein detailliertes Video dazu machen soll, dann abonniere den Kanal auf jeden Fall und schreib es mir vielleicht noch in die Kommentare, dass ich auch auf jeden Fall weiß, dass da Menschen dran interessiert sind.